So, beim letzten Mal bist du nach Anor Londo gekommen und dort steigen wir auch direkt wieder ein. Ich habe heute Geburtstag, deswegen habe ich mir ein alkoholfreies Bier aufgemacht. Also nicht wundern. Zum Wohle. Als Geschenk könnt ihr natürlich gerne ein Abo oder ein Like oder sowas da lassen. So. Ja. Die gute Lady hat mir erzählt, ich soll durch den Turm geradeaus weitergehen. Hier war ja sonst nichts, meine Seelen habe ich ausgegeben. Deswegen tun wir das. Aha. Da geht's nach unten. Okay. Der fährt einfach wieder rauf. Das heißt, zurück komme ich nicht mehr. Ist hier hinten irgendwas Tolles? Nee. Ah, der fährt jetzt immer rauf und runter. Okay. Okay. Wow. Was ist das denn? Ich hab doch. Ah, er kommt auch direkt. Ja, wunderbar. Okay. Autsch. Autsch. Okay. Oh. Gargoyle-Helm. Taugt der irgendwas? Ja, Blutungsresistenz. Und was war jetzt da noch dabei? War da noch was dabei? Ich weiß es nicht. Ah, ich habe noch eine Gargoyle-Axt gekriegt, aber die habe ich ja schon. Gargoyle-Hellebarde, genau, die war auch noch dabei. Und zwei Gargoyle-Äxte. Naja, okay. Nun gut. Boah. Und jetzt? Da hinten ist eine Treppe. Geht's da weiter? Hallo?
Okay. Dämonentitanit. Jetzt weiß ich aber immer noch nicht, wo es weitergeht. Ich hätte gesagt, geradeaus durch den Turm. Ihr werdet doch nicht von mir verlangen, dass ich jetzt darunter hüpfe. Schaffe ich auch gar nicht. Ha, die Pottgarage. Daniel, grüß dich, hi. Schön, dass du da bist. Okay, jetzt gucke ich noch mal nach oben. Habe ich irgendwas verpasst? Alles Gute, Dankeschön. Ich bin sehr verwirrt. Dankeschön, Grüße an Yassi. Also ich spreche jetzt noch mal mit der Lady. Mal gucken, ob die noch mehr zu sagen hat. You've survived. Impressive. If you require rest, now is the time. That is, after all, what the bonfire is for. What is it? What am I? Die Hüterin des Leuchtfeuers. Okay. If not for me, what beacon would there be in this lost city? A gatekeeper and a guide. That is my calling. Ich repariere hier mal geschwind durch, damit ich hier einen besseren Überblick habe. Ja, die Sachen haben auch ein bisschen gelitten. So. Alles repariert. Gut. Also. Die Dame hat gesagt, ich soll geradeaus durch den Turm durch. Ich wüsste jetzt auch gerade gar nicht, ich war überall und es gibt keine anderen Wege. Was ist der Plan hier?
Ich bin gespannt. Und jetzt gehen wir gerade noch mal runter. Da unten sitzt ja jetzt wahrscheinlich wieder der Gargoyle. Nö, der ist weg. Okay. Gibt's irgendwelche anderen Wege? Also ich meine, es kann ja. Ist das der Weg hier? Das kann doch nicht sein, oder? Huh. Ich meine, ich komme hier hin. Oh, doch, okay. Vielleicht ja doch. Oh, wer bist du? Ich wusste jetzt nicht, ob er gut oder böse ist, aber er hat mich erschreckt. Okay. Gemäldehüter. Da liegt was auf dem. Okay, Moment. Ah, Leiter. Also anscheinend geht es tatsächlich hier lang. Das ist ja wild. Oh Leute, das ist aber gemein. Das hier ist der Weg. This is the way. Tschüssi. Okay, der Loot liegt jetzt da unten. Ja, gut. Boah, das ist doch eine miese Nummer hier jetzt über diese engen Dinger drüber. Stopp. Nicht. Keine Sachen auf mich schmeißen. Ja, ist er auch runtergefallen. Da ist eine Kiste. Aua. Okay, nein. Ich wollte zu schnell an ihm vorbeilaufen. Warum? Was soll das? Na gut. Zumindest weiß ich, wo es lang geht. Anscheinend total seltsamer Weg. Also, wow. Aber gut. Dann ist das tatsächlich der Weg hier. Wilde Nummer. So, jetzt hüpft hier wieder einer von oben runter. Jawohl. Dann den da drüben noch. So. Jetzt darauf. Oh, das ist. In so einem Spiel so eine Passage zu machen, das ist schon gemein. Das ist schon echt gemein. Na, nein! Ich sag's ja.
Ja, hi, ich bin's wieder. Lange nicht gesehen. Was? So, jetzt hier rauf. Hallo? Oh. Mist. Unnötiger Treffer. Also das hier ist wirklich. Oh, da vorne jetzt natürlich die 5000 Seelen verloren. Jetzt sind nur noch die paar, die hier liegen geblieben sind. Oh, Leute, ey. Das ist echt mies. Total gemein. Nicht zu früh loslaufen, weil sonst bleibt man in denen hängen. Ja, ist gut. Aua. Okay, kurz warten. Und los. Eieiei. Ich will sowas bitte nicht mehr. Spiel, könntest du das? Also darunter komme ich ja wahrscheinlich noch irgendwann. Ist hier jetzt schon ein Boss? Mist. Ey. Okay, ich gucke erst runter. Ha. Puh, okay, hier geht's einfach nur aus Spaß runter, oder was? Runterhüpfen ist doch auch nicht der richtige Weg jetzt hier. Das ist doch Quatsch. Warum gibt es hier einen... einen Abgang? Hm. Na gut, ab durch den Nebel. Schauen wir mal, was uns erwartet. Ah, okay. Da wurde einfach nur ein Weg frei. Sehr gut. Da hinten sitzen irgendwelche widerlichen Viecher. Da ist ein Gargoyle. Hier falle ich einfach nur in den Tod. Okay, was? Was ist das? Oh, what? Wait. Okay. Aha. Das, aha, okay. Oh, da kommt er. Okay, ja, der hat sich gleich mal selber wehgetan. Ja, guter Gargoyle.
Komm mal raus da, das ist mir zu eng. Klonk, klonk, Schwanz ab. Nee, 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 nee. Gebrutzelt wird hier nicht. Na bitte, geht doch. Ah, ja. Okay, ich möchte schon gerne in die Kirche gucken. Und ich denke mal, dass ich hier runter jetzt da links in die Kirche reinkomme. Ja, guck mal. Sieht doch gut aus. So. Und hier ist nochmal ein Hebel. Will ich den ziehen? Vorrichtung bewegt sich nicht. Okay, na gut. Ah, ja. Wer hätte es gedacht, dass ein Meuchelmörder... Nein, aufhören jetzt. Mann. So, jetzt kriegst du... Nein, okay. So, der wollte parieren. Habt ihr das gesehen? Schweinebacke. Oh! Wo kommt ihr denn alle her? Ha. Das sind mir ein bisschen viele. Kann ich die irgendwie einzeln pullen? Wurfmesser. Oder kommen die alle auf einmal? So, komm mal her, du. Ja, komm her. Oh, scheiße. Jetzt habe ich die anderen auch gepult. Lasst mal bleiben, Jungs. Hey, es reicht. Nee. Oh, nee. Wie kriege ich... Boah, puh, ja, okay. Also... Oh, ja, gut. Hi. Ich wieder. Wir haben hier eine kleine Abkürzung freigeschaltet. Super. Ganz ehrlich gesagt würde ich ja schon gerne nochmal zurück, aber das geht ja nicht. Die haben mich da oben abgesetzt und dann bin ich hier runter. Da hinten habe ich geguckt. Innere Kraft. Ja, genau. Hier kann ich ja jetzt einfach geradeaus und dann gehe ich nochmal runter in die Kirche. Gibt es eine einfachere Möglichkeit für die ganze Nummer? Ich denke, ich könnte eventuell mit den Wurfmessern was anfangen. Was habe ich denn hier sonst so? Ach, guck mal, Brandbomben. Ja, warum nicht? Habe ich auch nie benutzt. Ja, töten tun sie sie auch nicht. Ich rüste mal die Wurfmesser mit aus. Mal gucken, was die machen.
Wow. Die machen dem 13 Schaden. Das ist ein bisschen lame. Aha, jetzt seid ihr zu zweit. Kann ich bitte, danke. Jawohl. So. Sehr gut. So, der nächste. Komm mal her, du. Alles klar. Läuft. Okay, der Chatbot-Befehl ist leider immer noch falsch. Eigentlich müsste da der neue YouTube-Kanal drin stehen für das Gaming-Zeug. Wo rennt er denn hin? Komm zu mir. Komm zu mir. Ja, genau. Okay, also ich will vor allem wissen, was ist das hier? Zauberei, große Zauberwaffe. Ah, jetzt haben mich natürlich drei Leute im Visier. Uff. Jetzt muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Jawohl. Sehr gut. Das hat geklappt. Hätte nicht klappen dürfen, glaube ich. Das war ziemlich glücklich. Zauberei, große Zauberwaffe. Aber ich habe ja nur dieses Feuerhandding. Also irgendwie. Schwarzeisenrüstung. Okay. Wow, noch mehr. Großschwert, Schwarzeisenschild. Okay, Großschwert. Großschwert, 130, 12 Kilo. What? What? Zack. Bam. FA, grüß dich. Hi und Dankeschön. Was macht die fette Rüstung? Schwarzeisenhelm. Boah. Das ist aber auch echt eine dicke Rüstung. Eine richtig dicke Rüstung. Schwarzeisengamaschen. Ey, ja, alles klar. Let's go. Wir sind langsam. Das ist aber ein großes Teil, ja. Allerdings, ey. Ich sehe ganz schön gefährlich aus. Aber ich glaube, also ich probiere, boah, ich glaube, das ist mir zu langsam. Also ich bin ja schon eigentlich jemand, der gerne ein bisschen flinker unterwegs ist. Wir machen uns mal wieder nackig. Und zwar hatte ich die schwarzen Sachen hier, die Goldsaum-Sachen, die fand ich eigentlich. Das war so ein gutes Mittelding.
Und ich war auch sehr zufrieden mit meiner kruden Kampfaxt-Schild-Kombo. Schwarzeisenschild, um diese Waffe eine nicht zu führen, musst du mit beiden Händen halten. What? Wait, what? Wie? Das ist eine Waffe? Das ist eine Waffe? Nee, ich bin einfach zu schwach. Ja, ich bin 34, brauche ich dafür. Okay. Holy guacamole. Ich werde ja auf jeden Fall noch ein bisschen auf Stärke skillen. So ist es ja nicht. Wow, und dann mit so einem dicken Ding. Einmal probieren zumindest. Die fetteste Rüstung im Spiel wahrscheinlich. So fühlt sich jedenfalls. Also die fetteste Rüstung, die ich bisher gefunden habe. So muss man sagen. Einmal die fetteste Rüstung, die ich bisher gefunden habe. Gegen einen Boss tragen oder sowas. So, was seid ihr für Boys? Ihr habt mich hierher gebracht. Ah, hi. Ja, ihr könnt nix, weiß ich. Also, ich lasse mich natürlich absichtlich treffen. Das war pure Absicht. In ihn reinrollen. Perfekt. Wow. No. Leute. Autsch. Ich will hier jetzt eigentlich nicht sterben. Ja, die sind gar nicht so krass, aber irgendwie habe ich gerade ein Problem mit denen. Irgendwie habe ich gerade mit diesen beiden ein Problem. Baff. Voll eine drauf, ey. Auf die 12. Voll unnötig. Also ganz ehrlich, wirklich. Das war wirklich sehr unnötig, dieser viel zu viele Schaden, den ich hier gerade gekriegt habe gegen die beiden. Ich finde aber die Rolle, er macht die Rolle auch echt seltsam. In manchen Situationen. So, geht doch. Ich habe schon wieder 11.000 Seelen. Hey, na? Kann ich dir die Tür aufmachen? Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Na gut. Das Tor will ich irgendwie noch nicht öffnen? Ich habe 11.000 Seelen. Ich möchte mir mal angucken, da ist auch noch eine Tür. Jungs, was könnt ihr denn? Au, du triffst mich trotzdem. Okay. Ich höre was. Ich höre die ganze Zeit hier was schnurren. Ich hoffe, der stirbt. Schnurrst du so? Boah. Ey, das ist eine miese Nummer, Kollege. Na bitte. Ja, der hat so geschnurrt wohl anscheinend.
Guck mal, da unten geht's auch lang. Da gibt's auch einen Weg. Aber jetzt muss ich ja einmal kurz. Wer hat hier gerade irgendwo gegengehauen? Jetzt muss ich doch einmal kurz die Türen hier aufmachen, oder? 13.000 Seelen. Okay, die kann man nicht aufmachen. Die ist wohl verschlossen. Zwei Flakons und 13.000 Seelen. Durch Vorrichtung verschlossen. Aha, okay. Also hier ist einfach. Ja, gut. Hier vielleicht? Nee, das ist. Okay. Das ist ein Tor, das hier auf ist. Okay. Passt. Das hier sieht schon wieder so geheimgangmäßig aus. Nee. Hat er sich getäuscht? Nix Geheimgang. Also gut, ja, der einzige Weg, der sich mir öffnet, ist dieser. Und da unten sitzt einer hinter der Mauer, haben wir schon gesehen. Ich hab dich schon gesehen. Hier sind zwei davon. Hi. Autschi. Aua, aua, Leute, 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 macht mal langsam kurz. Machen wir ganz kurz. Könnt ihr Pause? Pause. Ohne Schlagen haben wir gesagt. Wir haben ohne Schlagen gesagt, Leute. Komm, sauf noch ein. Ah, nein, nicht sterben, bitte. Nein. Was ist das denn schon wieder für eine miese Ecke hier in dem Spiel? Ah. Hallo, hi, Lagerfeuerhüterin. Ah. Ich sollte mir auf so einen Button Aufzugmusik legen. In diesem Spiel fährt man erstaunlich oft Aufzug. Also mein Schild bringt gar nichts. Gegen die einen nicht, die machen mir trotzdem Schaden. Gegen die großen nicht, gegen die kleinen Geflügelten nicht. Dann nehme ich das Ding lieber zweihändig und ich glaube, ich mache ein bisschen mehr Schaden dadurch. Oh, komm du mal her, du. Holen wir uns mal nur einen von denen. Ja, du musst schon ein bisschen näher kommen. Scheiße. Ja, doch, gegen die könnte ich das Schild benutzen, tatsächlich. Der Doppel-D. Die schnurren wie Katzen und ich höre es die ganze Zeit im linken Ohr. Gegen Schild gehauen. Warum mache ich keinen Schaden? Na bitte. Der Sensenmann. Ja, ich habe auch eine Sense. Ich glaube, ich müsste eine Sense dabei haben. Hieß das Ding nicht sogar Sense? Da, Sense. Ich
meine, die Reichweite, die könnte gegen die ja tatsächlich wahrscheinlich helfen. Oh, ich mache keinen Schaden mit dem Ding. Oh oh. Warte mal kurz. Warte mal ganz kurz. Nein, das ist falsch. Warte kurz, bitte. Hör auf. Nicht mehr hauen jetzt. Warum hast du so coole Emotes? Ich will auch so ein Emote, das ist echt cool. Jahresrückblick. Aha. Oh, von hinten, ey. Ey, nein, 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 nein. Ihr habt jetzt schon wieder einen Rhythmus, der mir gar nicht gefällt. Wenn die genau abwechselnd immer zuhauen, sodass man selber gar nichts mehr machen kann. Hört auf! So, jetzt zu dir. Nein, stopp! Stopp, habe ich gesagt! Ach, ey, du bist doch... Also ganz ehrlich, und die 13.000 Seelen nicht eingesammelt. Vielleicht soll ich doch ein Schild nehmen? Wenn man dann so gestaggert wird, dass man einfach sich selber auch nicht mehr bewegen kann, das grenzt dann einfach nur, das ist nicht fair. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Aus Frust entstehen die besten Pläne. Ich werde mich nicht mehr frontal zwischen beide bewegen, sondern ich schaue mal, ob ich die umlaufen kann. Oder die fette Rüstung anziehen. Stimmt. Und dann einfach mit dem riesigen Schwert. Die dicke Rüstung und das riesige Schwert. Dann wollen wir mal gucken, was die mit ihren Britzel-Zahnstochern dann noch anrichten können. Es ist ja... Moment, ich muss sowieso mal gucken. Was machen die denn für Schaden? Was ist das? Das ist dieser Schaden ganz hinten. Was ist denn das? Ja, Blitz. Einfach Blitzabwehr. Und die hat 6 Blitzabwehr. Die hat 8. Also 8 habe ich an. Der Gargoyle-Helm, der hat 15 Blitzabwehr. Der ist aber auch... natürlich ein bisschen schwerer. Hey! Ich merke aber auch gleich, dass ich schwerer bin tatsächlich. Also wirklich, instant. So, es wäre schön, wenn ich euch beide krieg, ohne Schaden zu kriegen. Das wäre nice. Haut der nochmal zu? Oh oh, jetzt kommt der andere. Shit. Dummerweise da reingelaufen. Hoppla, das war verdammt knapp. Ha. Ungeschickt. Sehr gut.
Nein, das hat nicht geklappt. Aber das. Wunderbar. Ich habe die 13.000 Seelen verloren. Mist. Großer, großer Mist. Probieren wir es. Probieren wir es. Wie viel hat die denn Abwehr überhaupt, diese fette Rüstung? 8. Blitzabwehr. Und hier 21. Hier 13. Da auch 13. Gibt es noch irgendwas mehr? Also hier sind es 8. 9. Und dann haben wir den Gargoyle-Helm mit 15. So, hier 13. 13, 13. So, und dazu das gigantisch große Großschwert, das wesentlich weniger Schaden macht als meine tolle, krude Kampfaxt tatsächlich. Das macht keinen Sinn, das Ding, das Schwert zu nehmen. Deswegen bleiben wir einfach hierbei. Nehmen aber ein Schild mit. So. Jetzt gucken wir mal. Ja. Ja, die machen immer noch genauso viel Schaden. Das hat eigentlich fast nicht keinen Sinn, ey. Okay, er fällt runter. Also, es hat keinen Sinn, in diesem Spiel eine dicke Rüstung anzuziehen. Die haben gerade genauso viel Schaden gemacht. Da kann ich auch nackig rumlaufen. Also gegen... Ja, nackig ist jetzt... Nackig und ein bisschen Rüstung macht schon einen Unterschied. Aber... Also dafür, dass die so gigantisch fett ist, die Rüstung. Ah, guck mal, ich kann hier nicht außen rum. Ich hatte gedacht, ich kann hier vielleicht auf dem Vordach irgendwie außen rum. Nein, der hintere haut mich zuerst. Ihr Bastarde. Ihr verdammten Bastarde. Mist. Okay, der links haut mich zuerst, wenn ich da um die Ecke komme. Der ist irgendwie näher dran oder was. Dann muss ich erst auf den gehen. Und erneut. Das hat sich so einfach angefühlt. Ich bin da so schnell bis dahin gekommen, bis zu dieser Stelle. Und jetzt sterbe ich an... Zwei so Hämpflingen. Ich möchte ja gerne Dark Souls dann, wenn ich durch bin und es alleine durchgespielt habe, einmal mit voller Chat-Unterstützung durchspielen. Mit allen Informationen, die man kriegen kann. Was Sinn macht an Waffen, ob es irgendwo besondere Waffen versteckt gibt, was man leveln sollte und so weiter und so weiter. Welche Rüstung man anziehen sollte und also alles, das komplette Programm mit Chat-Unterstützung. Wenn ich durch bin, einmal wirklich volles Backseat-Gaming. So, kommen Sie bitte. Lass dich verprügeln, bis die müde sind. Ah, wäre schön, wenn die müde werden würden. Und wir haben es ja gerade gesehen, die Ultra-Rüstung ist gar nicht so ultra... Mist, das war jetzt ein verschwendeter, schwerer Angriff. Auf der Treppe hier kämpfen ist schon auch irgendwie ein bisschen dumm, vor allem wenn ich nicht den Highground habe. Autsch. Oh, zu zweit, wenn da zwei von denen auf einen losgehen, ne, das ist schon hart. Am ersten Gegner, echt? Also so
So schlecht kannst du doch gar nicht sein. Jungs, würdet ihr bitte, ich bitte um eure Hand, ich fordere sie zum Tanz auf. Boah, mit dem Schild hat er mir eine auf die 12 gegeben. Habt ihr gesehen, ne? Oh, wenn das zwei sind, ist das echt eine verdammt miese Nummer. Leute, ich möchte euch eine draufgeben. Ihr habt mich nicht getroffen, ich habe euch nicht getroffen. Passt, wir fangen nochmal von vorne an. Hi, ich bin der Tassilo. Ja, okay, Entschuldigung. Dass mein Name sich so schrecklich anhört, wusste ich jetzt auch nicht. Mist. Wollte gerade ausweichen, weil ich es gerochen habe. Den Schlag kommen sehen. Wie ich sie nicht kaputt krieg. Und jetzt schon den dritten Flakon sauf. Ihr habt aber auch gerade wieder so einen Rhythmus, der mir gar nicht passt. Jetzt. Ja, genau. Schweinebacke, ey. Wie könnt ihr euch eigentlich so schnell bewegen? Na bitte, Nummer 1. Alles halb so wild. Und Nummer 2. Hat jetzt auch lange genug gedauert. Wow, na, das kannst du aber nicht weit werfen. Komm. Wie er rumläuft. Das ist eine saumiese Nummer von dir. Hör, was war das denn für ein Move? So. Ach so, nee, ich will ja kein Wurfmesser, ich will jetzt saufen. So, jetzt. Also, der Linke verprügelt uns aus irgendeinem Grund zuerst, obwohl ich eigentlich zum Rechten hingelaufen war. Das heißt, Mist! Das war die richtige Entscheidung, den Linken zuerst zu nehmen, aber ich habe ihn nicht getroffen. Immer rein in den kleinen Tassino. Immer rein mit den Zahnstochern. Jetzt bin ich ratlos. Und dass ich auf diesen Aufzug warten muss, das so langsam triggert mich das. Mich triggert es, dass ich auf diesen Aufzug warten muss. Oh Mann, ey. So. Die Flasche steht vor der Uhrzeit. Die brauche ich doch, die Uhr.
Apropos Flasche, zum Wohl auf euch. Schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Das gute alkoholfreie. So, habe ich jetzt wieder beide getriggert? Nee, nur einen. Gut. Okay, komm mal her, du. Ja, ein paar Meter vor musst du leider noch kommen. Hey, brutalo Boss. Hi. Schön, dass du einschaltest. Ah, ich wollte gerade die Rolle machen. Ich wollte gerade die Rolle machen. Autsch, die Rolle ist daneben gegangen. Warum auch immer. Yep. So, jetzt Sattley. Die beiden gehen schon. Die beiden gehen. Das Problem sind die kleinen Bastarde hier. Komm mal her, du. Vor allem, wenn die zu zweit sind, dann seid ihr so richtig miese Mistviecher. Und die machen mir Schaden, obwohl ich den mit Schild abwehr. Ach komm jetzt. Das finde ich richtig mies. Nee, ach, ich muss erst die Rolle machen und dann. Ich habe auch noch nicht 100% raus. So. Das ist der falsche YouTube-Kanal. Da soll der YouTube-Gaming-Kanal dran stehen. Ich weiß nicht, warum mein Chatbot da diese Info raushaut. Ich probiere jetzt mal was ganz anderes. Ich trigger die jetzt und lauf zurück. Hi, Kuckus. Ja, guck mal. So. Und ihr könnt nicht hier hochlaufen. Ah! Und einer fällt runter. Jawollo. Ey. Sprungangriff. Sprungangriff. Danke. Jetzt, Sattley. So. Das ist aber auch so eine Nummer, ne? Okay, und jetzt haben wir da oben bei zwei, die irgendwie mit irgendwas auf uns schießen. Wait, das ist nur einer? Ich dachte, das wären zwei. Naja, es sind zwei. Es sind zwei. Und mit Verfolgungspfeilen. Ja, wunderbar. Ja, wunderbar. Mit Verfolgungspfeilen. Geil. Die hätte ich auch gerne. Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Ich laufe einfach weiter. Hi. Oh, Alter, mit was schießt denn du? Mit was schießt er denn? Das sind ja, das ist wie von einer Balliste. Solche Bolzen mit dem Bogen. Oh Mann. Ein 3 Kilo Baumstamm mit einem Bogen verschießen, der dann auch noch Homing ist.
Okay. Du machst auch Homing. Zu Hause rumsitzen und nichts tun, oder wie? Bin gerade am Überlegen, ob der FA den Tag erkennt. Aber wahrscheinlich schon, ne? Ist ja ein bekannter Tag. Den Brutalo Boss Tag. Aber ihr wisst voneinander, ne? Nein, er haut noch mal zu. Komm her jetzt. Ich will nicht mit deinem Kumpel auch noch kämpfen müssen. Und er macht den Sprungangriff nicht. Er macht den Sprungangriff nicht. Lass mich mal kurz hier raus. Lass mich mal ganz kurz aus der Ecke da raus, bitte, danke. Na bitte, geht doch. Warum haust du denn dagegen? Daneben, meine ich. Dieser Gegner ist 5 Meter groß. Das ist ein 5 Meter großer Stahlgitterritter. Wie kann man denn mit einem Sprungangriff da daneben hauen? Ein wahrlich fabelhafter FA. Mist. Autsch. So, das war ein risikoreicher Schlag gerade, weil der schon am Ausholen war. Aber es hat gereicht. Komm mal hier rauf, du. In der Rolle, in der Rolle. In der Rolle hat er mich verprügelt, der Hund. Bisschen unnötigen Schaden hier genommen. Hey, was ist das? Dämonenspeer. Mutz. Ich will keinen Britzler. Ich hatte schon genug von dem Britzler beim Klaffdrachen. Ey! Nee, nee.
Nee. Hör mal, lass mal. Hör mal, lass mal. Ey, wie er keinen Sprungangriff machen will. So. Wie ein Schauspieler, was habe ich gesagt? Homing, 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 Riesenspeer, Pfeile. Nee. Und ich stehe genau in dem Moment auf, dass er mich wieder treffen kann. Ich habe es genau gesehen, das Timing. Ich wusste, ich stehe so auf, dass er mich wieder treffen kann. Ah. Ah. Was ist das denn? Warum? Warum? Spiel, warum? Unfairer Unfug. Also bisher fand ich das Spiel wirklich sehr fair. Alles in Ordnung. In der Rolle verprügelt. Wie ein Schauspieler, ja. Stimmt. Ah. Ah. Das ist nur ein Scheiß. Oh Mann. Oh. Oh Gott. Über so ein Blödsinn, ey, ne? Ah. So sieht's nämlich aus. Da habe ich meinen Moment gesehen und ihm hart eine mitgegeben. Ja, erst willst du nicht durch seine Beine durchlaufen und dann beim Sprungangriff springst du aber durch seine Beine durch. Da, warum? Was war das für eine Aktion? Schon wieder so ein seltsamen Anvisier Drehungsdings Gedönse, keine Ahnung. Ganz komisch. Das war komisch. So, komm her. Mit dir will ich nicht da unten kämpfen, bitte. Dass dieser Dämonenspeer trotzdem Schaden macht, ist wirklich eine absolute Frechheit. Wenn es wenigstens ein Brutzelschaden wäre. Dagegen kann man auch nichts machen. Der macht immer trotzdem Schaden. Trotz des Schildes. Oh. Oh. Ja, fall am besten runter. Damit habe ich gar kein Problem. Das hast du verdient. Nee, 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 nee. Ja, ist gut. Das ist eigentlich der Angriff, auf den man warten muss, dass er dreimal nach vorne sticht. Dann hat man's easy, dann hat man leichtes Spiel, aber ich bin ungeduldig. Ich warte nicht auf solche, keine Ahnung, das ist ja random oder muss ich in einem bestimmten Winkel zu ihm stehen oder keine Ahnung. Wow. Ja, jetzt wirft er auf einmal kommt er auf die Idee,
Ja, fall du mal lieber runter, genau. Das ist besser für dich. Sprung, Angriff, danke. Okay, also das muss ja der Weg sein. Ich habe sonst nichts gesehen. Homing, 3 Kilo Pfeile, yes! Wuhu! Julius, grüß dich, hi! Das sind nicht mal Holzpfeile. Das sind gigantische Stahlspeere, die die mit ihrem Bogen verschießen. Hier ist abgefahrene Nummer hier, ey. Gibt's hier einen Durchgang? Nee. Ah, die Rolle am falschen Ende. Nein! Du triffst mich hier nicht, oder? Was ist das jetzt? Stopp, 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 stopp. Warum bist du so zu mir? Warum bist du so zu mir? Was? Hört! Von hinten! Ach, der. Och, da ist keine Mauer. Ich dachte, dass der andere mich gar nicht treffen kann, weil die letzten Runden, aber da stand ich nicht so weit hinten zum Kämpfen. Schön, dass ihr alle da seid. Freut mich. An meinem Geburtstag. Dass ihr alle an mich denkt. Ein Spaß. Ich würde wirklich lieber gerne gerade erstmal wieder zurück. Ich bin noch nicht fertig. Ich habe noch ein paar Rechnungen offen am anderen Ende der Stadt oder keine Ahnung. Aber ich habe noch keinen Weg zurückgefunden, ne? Oh, ouch. Upsi. Der Angriff kam minimal unerwartet. Komm, hau mich mit deinem Schild. Tu es. Hau mich mit deinem Schild, bitte. Das ist der beste Angriff. Genau der. Ich verstehe immer noch nicht, wie man einen 5 Meter großen Stahlritter verfehlen kann mit einem Sprungangriff. Das will mir nicht so ganz reingehen. Hä? Woher jetzt der Schaden auch immer kam? Na, egal. Nicht so schlimm. Alles easy. Easy peasy. Ja, das ist mir beim Klaffdrachen ist es mir tatsächlich aufgefallen. Das Spiel, man darf nicht in Staub. Diese Pirouette, die da drehen, ne? Miese. Scheiße. Miese. Die Pirouette das ist ein mieser Angriff. So, ihr Zweig, kommt mal mit.
Wie habe ich es denn jetzt geschafft, dass ich nur einen getriggert habe? Nee, nee. Sprungangriff, danke. So, wie hat denn das jetzt geklappt? Nun denn, dann holen wir jetzt uns den zweiten dazu. Aber auf jeden Fall hier in der Ecke kämpfen. Damit mich die bewegungsverfolgenden Riesenspeere nicht treffen können. Na bitte. Da war der Sprungangriff. Und mit dem Sprungangriff funktioniert es dann auch. Ja, der Julius hat absolut recht. Mit den beiden ist nicht gut Kirschen essen, wie man so schön sagt. Ich bin mir aber noch nicht sicher, was ich gegen die beiden tun möchte. Erstmal meine Seelchen wiederholen. Aua. Ja, und sterben. Boah, wie schnell der auch zuhaut und gar nicht von der Wand beeinflusst wird. Wenn ich gegen die Wand haue, dann... Das ist halt die... Das ist das, was ich unfair finde. Die hätten den Gegnern ruhig auch eine Wandabfrage beim Schlag geben können. Das ist das Unfairste an ganz Dark Souls, ist tatsächlich, dass die Gegner keine Kollision mit der Wand haben beim Schlag. Es gibt zwar so einen leichten Funken, also man sieht, dass die Waffe da durch die Wand geht, aber es gibt keine Schadensreduktion, der Gegner wird nicht gestaggert dadurch, nichts. Und wenn ich das mache, dann ist Hopfen und Malz verloren. Wenn ich hier so an so einer Wand stehe und zuhau, Moment, dass ich natürlich die Wand treffe, dann mache ich gleich den hier. So, dann, Hilfe, brauche ich eine Sekunde, bis ich wieder zuschlagen kann. Aber die Gegner, die schlagen da einfach durch. Das ist das, was mich tatsächlich, das, was ich am schlimmsten finde. Das ist richtig, richtig schade. Das Spiel hätte so gut sein können. Nein, das Spiel ist hervorragend. Es macht mir einen Riesenspaß. Aber ich habe mir noch keine Taktik überlegt. Ich muss einfach mal, ich werde mal jetzt erstmal mich bis davor kämpfen. Und dann gucke ich mir das mit diesen zwei. Ich bin ja jetzt dreimal oder viermal einfach reingelaufen. Und das ist nicht der Weg, das ist, glaube ich, nicht der Weg. Komm, nicht in den zweiten. Och, nee. Ihr habt eine ganz komische Wegefindung da oben. Ach so, ich glaube, ich habe vorhin gar nicht fertig geredet. Was mir beim Klaffdrachen aufgefallen war, Staubwolken machen Schaden. Die Staubwolken der Gegner sind Schadensbereich. Ups. Er haut ihm zwischen den Beinen durch. Was ist denn das? Ah, Schande. Leute, echt. Gut. Drei Flakons verschwendet hierfür. Ich bitte dich.
Hüpf einfach von oben oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Aber so ein Pirouettenblödsinn wollen wir jetzt nicht sehen. In der Rolle. In der Rolle. Gewinnbringend investiert. Ja, klar. Habt ihr das gesehen? Ich greife ihn von der Seite an. Und ich werde getroffen von seinem Stab, weil der Stab anscheinend irgendwie, keine Ahnung. Ich sollte mal Gummischuhe anziehen, dann kriege ich vielleicht keinen Schlag von denen. In der Rolle verprügelt. Nee, nee. Lass mal. Fünf Flakons. Also es gibt echt manchmal so Runden, ne? Vorhin habe ich genau die gleiche Rolle gemacht wie eben. Und er hat mich getroffen. Gut. Ganz ruhig bleiben. Alles okay. Alles okay. Irgendeinen halben Millimeter oder so werde ich Unterschied gehabt haben. Na, ich will doch von oben hauen. So ein Sprungangriff. Danke. Jetzt und zack. So, jetzt du. Bitte, bitte. Kommen Sie. Ja, dafür klappen die jetzt ganz gut mittlerweile. Also, nun. Muss ich an dem vorbei? Wahrscheinlich schon. Na, er hat aufgehört zu schießen. Coolio. Na dann mal los. Ey, Nein! Ich hab doch Deckung. Ich hab mein Schild doch oben. FA! Ich wünsche dir viel Spaß im Sport. Bis zum nächsten Mal. Okay, mein Schild bringt gar nichts gegen die. Der schlägt einfach durch mein Schild durch. Gefühlt. Hier brauche ich auch nicht hinrennen, weil der Aufzug jedes Mal auf sich warten lässt. Kann ich die Dicken parieren? Wahrscheinlich nicht. Was er alles für Emotes hat, was zum Teufel? Okay. Komm mal ran hier jetzt. Nein. Okay. So, sehr gut. Nummer 1.
zu spät gedrückt. Ins Schild reingerollt. Super. Das war okay. Warum schnurren die wie Katzen? Das ist voll nervig. Ihr seid echt. Ah. Das ist nicht cool. Nee. Nee. Einen Flakon. Vorhin habe ich 5 gehabt, als ich hier war. So ist, so gefällt mir das schon viel besser. Allerdings habe ich immer noch keinen Plan gegen die Dicken da oben. Wie ich, Oh, komm mal her, du. Jetzt diesmal wieder beide. Okay. Yes, wunderbar. Eins A. So. Nee, so nicht. Yes. Ah. Oh. Nice. 38.000 Seelen. Ich brauche ein Leuchtfeuerchen. Das fette Schild, ja. Das fette Schild, das kann ich nicht benutzen, weil ich zu schwach bin. Hier sind Türen. Türen sind... Ah, ja. Hi. Nice. Die richtige Tür gewählt. Wuhu. Ah, so, einmal leveln. So, dann können wir das dicke Schild benutzen. Und so. Das ist gut. Ist der Tod ein Lauch? You really are fond of chatting with me, aren't you? If I didn't know better, I'd think you had feelings for me. Oh no, dear me. Okay. Aber das Großschwert, das macht halt so super keinen Sinn, ne? Aber ich könnte mal tatsächlich, ich baue mir jetzt einfach mal. Ich guck mal, was passiert, wenn ich das Großschwert einfach mal fett auflevel.
So, Großschwert plus 4 haben wir jetzt. 182. Das ist immer noch schwächer als meine Axt. Danke für die Info. Ich guck mal schnell. Optionen. Hier, Ton. Machen wir es einfach so. Das ist doch in Ordnung. Gucken wir mal, ob es besser ist. You really are fond of chatting with me, aren't you? If I didn't know better, I'd think you had feelings for me. Oh no, dear me, pretend you didn't hear that. Geil. Ich kann insgesamt den Game Sound natürlich auch noch ein ganzes Stück lauter drehen. Das eine Mal ist es zu laut, das andere Mal zu leise. Ich bin mir auch noch nicht 100% sicher. Ich glaube aber, so müsste es jetzt eigentlich, wenn ich jetzt mit ihm rede. Na, jetzt habe ich es im Stream lauter You really gestellt. are fond of chatting with me, aren't you? If I didn't know better, I'd think you had feelings for me. Oh no, dear me, pretend you didn't hear that. Ich denke, jetzt ist okay. Also, öffnen wir die andere Tür gegenüber auch noch, um eins auf die Mütze zu kriegen. Yep. Hi. Ey. Ey, warum hilft mein Schild nicht gegen die? Warum hilft mein Schild nicht gegen die? Liegt das an der Waffe, dass die tragen? Doch, da hat's jetzt geholfen. Autsch. Komisch. Das war seltsam. Wenn ich zu nah dran stehe oder so vielleicht. Keine Ahnung. Was ist das hier für ein Raum? Einfach so ein random Raum? Ach nee, hier ist eine Kiste. Jetzt hat. Sonnenlichtmedaille. Was bist du? Ultimatives Ehrenabzeichen. Eine Medaille mit eingraviertem Sonnensymbol. Diese ultimative Ehrung wird jenen gewährt, die den Sonnenlichtkrieger herbeirufen und ein Ziel meistern. Das Symbol repräsentiert Fürst Gwyns Erstgeborenen, der seinen Götterstatus verlor und aus den Annalen getilgt wurde. Doch der alte Kriegsgott wacht nach wie vor penibel über seine Krieger. Wait, what? Also der Sonnenlichtkrieger ist ja der Kollege hier drüben. Okay, what? Du bist der Sohn von Gwyn und ein Gott? Du warst ein Gott und willst mich jetzt beschützen? Cool. Nett. Lieb von ihm. Aber ich brauche keine Hilfe. Ah ja. Er haut dreimal zu, man merke. Ups. Ah, hu. Und mein Schild nützt mir hier nicht so richtig was. Also die sollte ich parieren, glaube ich. Das Parieren gerade war ziemlich easy. Habe ich genau erkannt. Hallo? Also, das war ein Geheimgang. Okay, ja, gucken wir einfach mal weiter. In den Geheimgang runter. Hier ist es sehr dunkel. Hallo? 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 Hey, hallo? Ich hab dich gerade noch schnaufen gehört.
Jetzt höre ich dich nicht mehr. Hallo? Oh weh, wer weiß, was uns hier erwartet. Sechs Kisten? Ach, hab ich mich erschrocken, ey. Lass mich los, Kiste, nicht killen. Bitte nicht killen. Gut, wir wählen als allererstes die falsche Kiste. Schande. Ein Drachenzahn. Havels Großschild. Havels Helm, Havels Rüstung. Es kann doch nicht wahr sein. Havels Stulpen und Havels Gamaschen. Okay, es kann doch nicht euer Ernst sein. Ich habe tatsächlich als allererstes die falsche Kiste gewählt. Lol. ist das witzig. Und jetzt versucht sie mich zu treten. Und lacht ganz dreckig. Gib mir das okkulte Keule. Ha, auch geil. Eine okkulte Keule. So, zeig mal Havels Rüstung her. Hey, Steve, grüß dich. Hi. Es freut mich, dass ihr alle zu meinem Geburtstag hierher kommt. Ey, nice. Schön, dass ihr alle da seid. Ey, die Havels Rüstung, scheiße, ist die schwer. Was ist das Geiles? What? Okay. Und da war da auch noch ein Schild dabei, ein Schwert und ein Schild? Havels. Ey, Marius, grüß dich. Hi, schön, dass du einschaltest. Schön, dass du da bist. Steve natürlich auch. Hat er echt heute? Ach, da beantwortet der Marius mit ja, jetzt hat, okay. Havels Großschild. Okay, das hat er schon mal. Zu schwach. 50 Stärke brauche ich dafür. Heiliger Strohsack. Wow, ist das geil, ey. Damit will ich auf jeden Fall mal rumlaufen. Wie cool ist das denn? Huah. Alles Gute. Dankeschön. Dankeschön, Steve. Boah, bin ich jetzt schwer, ey. Aber dafür bin ich ein Panzer. Irgendwo schnauft noch was. Hast du wirklich gewusst? Ja, ja. Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Ich kann mit dieser Rüstung nicht rumlaufen. Nee, warte. Mit der Rüstung ging's. Ich glaube, das Schild ist zu schwer. Also ich bin ungefähr so langsam wie am Anfang, hätte ich jetzt gesagt. Wie ganz am Anfang, als ich die Rüstung genommen habe. Ja, ich habe es auch klingen lassen wie ein Witz tatsächlich. Da habe ich vielleicht ein bisschen getrollt. Ey! Die Zwei-Faktor-Authentifizierung hatte ich rausgehauen aus dem Account.
also man muss ja schon sagen, durch diese Rüstung macht diese Kiste nur noch den halben Schaden. Wenn sie mich natürlich zweimal erwischt. Bringt doch die dicke Rüstung nichts. Nein, nicht schon wieder. Nein, hör auf mich zu fressen. Ich wusste, dass du eine Fake-Rüstung-Kiste bist. So. Hey, ja, dankeschön, dankeschön. Dankeschön, Chat, für die Glückwünsche. Ah, Silbermünzen. Mhm. Hallo? Hi. Hey, du. Ach, guck mal. Er schnauft so. Ja, davon habe ich doch aber schon welche platt gemacht. Eine Heldenseele. Wo ist denn die Tür? Hä? Ich würde gerne auf ihn runterhüpfen, um einen kritischen zu machen. Warte, bin ich von hier gekommen? Wie cool sieht's denn hier aus? Nee, von hier bin ich nicht gekommen. Also irgendwie habe ich, glaube ich, was verpasst. Hä? Bin ich von oben gekommen? Du bist auch eine Fake-Kiste, wusste ich. Die sind nämlich so braun. Die Fake-Kisten sind so bräunlich. Und die echten Kisten sind so silbern. Goldmünze, okay. Ich habe gerade komplett vergessen, von wo ich gekommen bin. Mich hat Havels Rüstung einfach so fasziniert. Die so langsam, ich kann so langsam nicht rumlaufen. Auch wenn das ist mir wirklich. Ach. Irgendwas höre ich. Okay. Wo ist die? Hier. Die ist doch voll okay. Nee. Wo ist er denn? Da. So. Damit fühle ich mich okay. So, jetzt muss ich ganz kurz, ich muss mich neu orientieren. Von wo bin ich denn gekommen jetzt? Ich glaube, von hier bin ich gekommen, ne? Ist hier mein Leuchtfeuer? Ja, ja. Bist du barfuß? Ja, ich bin barfuß. Achso, Moment, ich habe ja genug. Genug Seelchen am Start. Dann kann ich mich auch einmal schnell heilen. So, also, unten waren wir schon. Jetzt aktuell in dieser Todesrobe, da bin ich barfuß, ja. Also in der Robe, die mit dem Tod hier. Kommt der, wenn ich... Nee, der hat mich jetzt... Da war ich nicht nah genug dran. Okay. Ich bleibe auf dem... Also, das erste Stockwerk hoch und wir gucken in die Räume rein. Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Hallo? Schlafzimmer? Okay. Ey, das sieht hier ja schon alles... Okay, krass. Autsch. Autsch. Parieren ist es einfach bei denen.
Oh, jetzt geht's hier nochmal einen anderen Weg hoch. Ich wollte doch erstmal nochmal Liegestütz für das andere Schild. Ja. Aber warte mal. Was ich probieren könnte, ist, wenn ich jetzt. Ich habe ja für dieses hier. Ich glaube, das kann ich jetzt benutzen. Allerdings bin ich jetzt relativ langsam. Komm mal her, du. Nee. Boah, das macht aber schon einen Unterschied. Den konnte ich jetzt gerade easy blocken mit dem dicken Schild. Hey, da ist der Zwiebelkopf, ist ja da drin. Weil ich habe ja gerade gelevelt. Das heißt, ich habe eine. Okay, also, hier geht's weiter nach oben. Ich guck mir an, wo es hier lang geht. Ich habe ja Stärke gelevelt ein bisschen. Hi. Hallo. Grüß dich. Servus. Na, du auch hier? Ja, so, mit dem Schild. Ist ja easy. So, dann gehen wir mal zum Zwiebelkopf. Gucken mal, was der zu sagen hat. Hier? Bin doch viel höher gelaufen. Ah doch, da steht er ja. Hallo. Was soll ich bloß tun? Eigentlich nicht. Is the fate of vanguards like you and I. I'll think of something. We can overcome this together. This is quite a fix. We'll need another three, no, maybe five bodies. Quite a fix indeed. This is quite a fix. Okay. Huch. Kollege, das war gemein. Steht er da einfach so hinter der Ecke und wartet auf mich? Zu zweit. Ja, gut, wenn sie nicht zu zweit kommen, alles easy. So, du bist doch eine Fake-Kiste, oder? Nee, du bist eine echte Kiste. Okay. Dämonen-Titanit. Ey, sorry, aber ich habe einfach meine Streitaxt so hart aufgelevelt. Aha, hier sind wir jetzt wieder. Ey, ich habe dir den Weg aufgemacht, Zwiebelmann. Hey, kannst weiter. Was liegt euch auf dem Herzen, mein Freund? Ja, klar. Hey! Windswesenring, den habe ich doch schon. Ich bin mir bei dem Kollegen überhaupt nicht sicher, ne? Bei diesem Zwiebelmann. Den habe ich zweimal jetzt, den Ring. Okay, von mir aus. Vielleicht soll ich ihm auch einfach nicht den Weg freimachen, den ich gerade freigemacht habe. Vielleicht war das ein Fehler. Nee, nee, nee. Du mit deinen gewaltigen Riesenbolzen da. Lass mal gut bleiben. Die schießen halt Lanzen. Das ist wirklich eine Lanze. Lol. Die schießen mit Lanzen. Ach, awesome. Einfach nur geil. Oh Mann. Wait. Hä?
Das ist doch jetzt wohl ein Witz. Habt ihr mich jetzt hier einmal im Kreis geschickt? Hier gibt's nix. Von hier bin ich gekommen. Da stand die Kiste in der Ecke. Ach so. Halt. Nee. Ah, jetzt darf ich hier runter. Wow, okay, verwirrend. Okay, verstanden. Hier, so, guck mal einer an. Hi. Ja, ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich mit dir soll. Ehrlich gesagt. Ganz kurz, ich muss kurz ein Schlückchen trinken, nicht, dass du mich hier weg one-hittest gleich. Autsch, ja, genau das meine ich. Oh. Ja. Will ich dich eigentlich killen oder lasse ich's einfach? Ich meine, was bringt der mir? Der gibt mir doch eh nur so ein Dämonentitanit. Ah, voll auf die 12. Und jetzt bin ich gleich tot. Also bevor der mich killt, gucke ich lieber mal, dass ich hier noch ein noch einen Weg öffne. Jetzt bloß nicht gierig werden mit so wenig HP. Bloß nicht gierig werden mit so wenig HP. Ah, okay, greif mich nicht an, dann kann ich die Tür aufmachen. Perfekt! Oh, da steht einer! Ups. Ja, ich muss eh gleich nochmal gegen euch kämpfen. Ich muss kurz zum Leuchtfeuer, Jungs. Kann ich leveln? Nö. Gut, dann können wir wieder zurück. Jetzt können wir uns wieder... Jetzt kann ich mich wieder heilen. Ah, will ich diesen... Den Amboss-Kopf, will ich den kaputt machen? Will ich den Amboss-Kopf kaputt machen, ist die Frage. Achso, hier waren ja zwei drin. Stimmt. Ey, das war voll gut, das dicke Schild zu nehmen. Ganz ehrlich. War die wichtigste Entscheidung hier. Weil die nämlich durch das schmale Schild einfach durchknüppeln. Hier braucht man das dickere Schild. So. Du bist eine echte Kiste. Du auch. Gut, kann man aufmachen. Silberrittergamaschen und Stulpen. Aha. So, jetzt kriegen wir hier die Silberritterrüstung. Wie sieht die denn aus? Silberritter 4,8. Jetzt sehen wir aus wie einer von denen. Kann die irgendwas Besonderes? Nee. Hm, sieht aber cool aus. Fühle mich aber viel zu langsam damit. Ja, egal. Weißt du was? Wir gucken mal, was gegen den Typen hier passiert mit der Silberritterrüstung. Ja, der...
Tut nicht ganz so weh. Autsch. Nein, nein, das war dumm. Das war ein kleines bisschen dumm. Da zu saufen. Zu spät. Ich habe zu spät getrunken. Ja gut. Kill ich den jetzt? Ja, doch, komm. Aber nicht mit der Rüstung. Das macht keinen Sinn. Der Tod mit Schild und Axt. Ist auch geil, ne? Ah, aua, 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 aua. Habe ich es einen Schlag zu eilig gehabt. Einen Schlag zu eilig. Na, willst du nicht? Ah? So. Jetzt ist die Frage mit dem Dicken da oben immer noch. Ich habe jetzt meine Seelen da verloren. Das waren 15.000. Die will ich auf jeden Fall wieder haben. Hi. Ja, ich weiß, du bist hier. Wow. Und tot. So viel zu den 15.000 Seelen. Gut. Dann hat sich der Kollege jetzt erledigt. Lassen wir ihn einfach bleiben. Oder soll ich es mit der ganz, ganz dicken Ultrarüstung mal probieren? Das könnte ich natürlich auch noch machen, ne? Einfach mal die dickste Rüstung nehmen, die ich im Inventar habe. Und mal gucken, ob ich den damit leichter killen kann. Wobei ich gesehen habe, ja, es ist halt jetzt doch nicht so krass irgendwie. Was denn die Schadensreduktion betrifft. Ja, gierig. Die Gier wieder. Die Gier nach dem einen Schlag. Dass ich einen Schlag schneller fertig bin. Unnötig. Einfach unnötig gewesen. Ich könnte mal gucken, ob ich meine Axt noch ein bisschen mehr leveln kann. Ich frage mich halt, ob da irgendwas drin ist in diesem, in dem Raum mit dem Amboss-Kopf. Ob da irgendwas drin ist, was mir nützlich ist, werden kann oder hilft oder so. Oh, was ist er denn? Also ich will hier schon... Ah, hier sind zwei davon. Okay. Hüpfen wir mal hier runter. Hier kann ich ja ein Tor aufmachen. Deswegen gehe ich hier hin. Hier ist nämlich das Tor verschlossen. Genau. Haha! Oh! Hi! Ihr beide seid ja auch noch da. Oh, was kommt da oben? Ah, du bist einfach so ein großer Ritter, ne?
Du bist. Ich dachte, das wäre ein besonderer, aber so besonders sieht er jetzt gar nicht mehr aus, nachdem ich den hier sehe. Autsch. Immer, dass ich immer zweimal zuhauen will, ey. Die Gier nach Damage. Oh, was macht er jetzt? Er explodiert und heilt sich. Okay, es ist doch nicht einfach nur einer von den Dicken. Oh nee, ich habe keine Lust auf euren Blödsinn jetzt von oben. Okay, wisst ihr was? Ihr könnt mich mal. Tschüss. Ich habe eh nur noch 6000 Seelen. Was soll der Geiz? Ich will wissen, was da oben hinter dem Nebel ist. Also. Hi, welcher Endboss wartet auf mich? Guten Tag. Oh Gott, was bist du denn? Ach du Scheiße. Und noch einer. Ihr seid zu zweit. Ihr seid ehrlich zu zweit. Drachentöter Ornstein und Henker Smaug. Oh, okay, hey, wow, ey. Nice. Nee, 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 nicht mit so einem Blitz. Ein Brutzler. Er ist ein Brutzler. Er ist ein Brutzler, wie er leibt und lebt. Du bist ein Humanoider. Lass mich dich. Aua, ja klar, kommt der zweite von hinten. Nee, hör mal auf. Jungs, könnt ihr ganz kurz. Können wir kurz drüber reden? Ich würde gerne aus meiner misslichen Lage in dieser Ecke hier raus. Nee. Nee. Nee, nee. Ah, so. Ah, wir machen eine kurze Pause. Nur eine ganz kurze Pause und einen Aufnahmestopp für YouTube. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Hau da rein. Das nächste Mal machen wir die beiden First Try platt. Ich verspreche es. Also, bis dann.